So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia, der 27. Part. Und wie versprochen habe ich das Rätsel bereits gelöst. Moment. So. Bom. Läuft. Oder schiebt. Okay. Kriegen wir den Prä? Nein. Okay. Dann halt nicht. Leck mich doch. So, mal gucken, ob wir in der Folge den Turm hier schaffen. Das wäre doch schon mal ganz angenehm, wenn wir das könnten. Gui macht, glaube ich, keinen. Nein, stimmt ja. Da war ja was. Gegen Untote ist der ja jetzt nicht so unbedingt der Töter. Aber gut, TSDK haut gut rein. Der macht seinen Job ja ganz gut. Ja, also wie gesagt, gucken, ob wir es. Oh, Rip, ob wir es dir vorher geschaffen. Ich muss mir echt wieder angewöhnen, hier den Speed-Mode zu benutzen. Ah, schaff ich's. Komm. Gut so. Und weiter hinauf. Aber wir sind nur ganz oben, glaube ich. Kein Heilungspunkt vorher, really? Alles selber machen. Stark. Nochmal stark. Und let's go. Oh. Da. The fuck. Okay. Das ist auf jeden Fall machbar. Und los. Was? Die bleiben nicht? Kein Scheiß jetzt. Okay, machen wir anders. So. Und so. Perfekt. Lass mich in Ruhe. What? Was habe ich getan? Ernsthaft? Man kann das Spiel pausieren, den Emulator pausieren. Denn ernst? Warum sollte man das tun wollen? Naja. Maxim, schau, die Mädchen aus dem Dorf. Gut, rennt erstmal schön hin. Seid ihr gekommen, um uns zu retten? Nein, wir wollen dich mitnehmen. Also noch ein Stück weiter hoch, oben ist schon der höchste Turm ist. Genau, solange ich hier bin, habt ihr nichts zu befürchten. Wow, ganz der Held. Wir sind jetzt in Sicherheit, oder? Ich habe schon gedacht, wir kommen hier nie mehr raus. Was hindert euch denn? Könnt ihr einfach gehen, oder? Oh, damn. Verdammt, das ist eine Falle. Oh, er schon wieder. Ach, ihr schon wieder. Ach, du schon wieder. Ach, ihr schon wieder. Ach, du schon wieder. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr auftauchen würdet. Ach, echt, warum? Idura. Diese Mädchen dienen dazu, meinen Herrn Gades wieder zum Leben zu erwecken. Ich lasse mich von niemanden aufhalten. Um Gades wieder zu beleben? Hast du die Macht, Gades wieder zu beleben? Ich habe diese Kraft nicht. Wer denn? Ja dann. Bald werden alle, die wir Höllenfürsten kennen, sie haben ihr Werk begonnen. Tut ihr immer noch so, als ob ihr keine Ahnung habt, von was ihr sprecht? Ich hasse sowas. Du, wo kommst du denn auf einmal her? Entspannt euch, Mädels, die Kar ist hier, um euch zu retten. Wirst du uns retten? Nein, solange ich an mich glaub, kann kein Feind mich besiegen. Oh ja, ich glaube an dich. Nehmt euch nach vor seinen großen Worten. Sicher, er ist ein guter Krieger. Aber das Denken ist nicht um seine Stärke. Ha, lass ihn nur reden. Ihr seid doch in der Falle und ich bin frei. Wer kann hier nicht denken? Er hat recht. Ich glaube an dich, Herr. Danke, danke vielmals. Ihr macht mich unbesiegbar. Los geht's, Idura. Ich bin bereit. Ich gebe auf. Ich kann nicht gewinnen. Die Mädchen gehören euch. Das war einfach. Weil ihr so schön brav bist und ich heute meinen guten Tag habe, lasse ich dich am Leben. Nicht schlecht. Ihr seid frei, Mädels, so wie ich euch versprochen hatte. Oh, DK, mein Held. Damn. Oh nein, verdammt. Na toll, du bist wirklich ein großer Held. Was hast du gesagt? Du bist die Dora doch in die Falle gegangen. Und was glaubst du, wo du jetzt bist? Schieß. Ha, das war ja fast zu einfach. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn die Dura wegen nichts so angibt. Oh, mein Blut kocht. Überschätze ich nicht, nur weil du uns in diesen lächerlichen Käfig gefangen hast. Der Fluchtzauber ist innerhalb des Käfigs unwirksam. Wir können also nicht entkommen. Pah, wer braucht schon Magie, um auszubrechen? Was meinst du damit?
Bitte geht doch freundlicherweise einen Schritt beiseite, Mädels. Ahaha. Geht doch endlich zu, dass ihr verloren habt. Immer schön mit dem Kopf durch die Wand. Vergiss es, du kannst die Barriere nicht durchbrechen. Rip, vielleicht solltest du den Käfig nächstes Mal etwas stabiler bauen, was? Idora, das Spiel ist aus. Auf geht's. Jo, holen wir uns den Dude mal. Erstmal. Ach, du kannst eigentlich. Nee, Panzer. Ah, Furi ist auch ein guter Zauber, ja. Panzer. Hä? Wo ist denn der Panzerzauber hin? Panzer? Hä? Kann den nur Maxim? Das wird zum einen ziemlich lustig. Ja, scheint so. Das ist echt nur der Maxim, den kann. Gut, dann machst du halt den Furie-Zauber. Let's go. Und du haust direkt drauf. Erstmal alle schön buffen. Ah, sieht gut aus. Ruhverstärkung, who cares? Oh nee, jetzt kommen wieder solche. Ding. Mehr Death für alle. Schaden ist eigentlich ganz gut, ne? Was? Die kam auch mal nur spezial. Na gut, stimmt. Der Gui hat ja das Schwert. Okay. Verständlich. So, noch eine Furie für alle. Du und. Okay, gut. Normaler Angriff. Wie sieht's aus? Kriegen wir noch ein bisschen was drauf? Ja, bei Gui geht. Bei Gui geht. Geht alles. Wie greife ich Gui jetzt eigentlich an? Mal gucken, wie viel die aushalten. Ah, nicht so viel. Zwei Angriffe und da ist er Matsch. Zack, 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 zack. Und. Ich werde lieb. Bei so einem epischen Kampf darf ich natürlich nicht vorspulen. Ey, Dude, die Verstärkungen sind nichts wert. Naja. Soll er machen. Alter. What the fuck? Das war ja mal richtig gut. Und los. Ja, das war jetzt nicht so der heftige Schaden. Ey, dann macht's den ersten richtigen Angriff. Naja, so gut war der jetzt auch nicht. Boah, jetzt hau rein hier. Los, Gordo, volle Pulle. Easy. Volltreffer auch okay. Alles im mittleren Bereich des Gutseins. Zur Not kann ich mit Selan dann immer noch heilen. Aber erstmal wieder eine Runde draufhauen. Einfach weil. Why not? Ich frage mich, wie viel HP der hat. Oh. Ja, nicht so viel, so wie es aussieht. Tja, kannst du nichts machen. Ja, und das war's. Easy. Da waren die Monster auf dem Weg hier oben, aber schon ziemlich schwerer, ne? Auf dem Weg nach oben. RIP. Der kann ja ganz schön flitzen. Das war rekordverdächtig. Vielen Dank. Ich habe das nur geschafft, weil ihr an mich geglaubt habt. Anna. Karim. Geht es dir gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich wusste, wo es kommt, Karim. Natürlich, lass uns zurückgehen. Tja, da war sie weg, die erste. Emily. Ich hatte solche Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Wir sind da oben stehen so vier richtig heftige Kämpfer, Motherfucker, und dann kommen diese Lappen an. Ja, jetzt seid ihr in Sicherheit und naja. Ich habe ständig an dich denken müssen. Das ging mir genau. Lass uns ins Dorf zurückkehren. Vielen Dank, Dika. Weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Wirklich, aber. The fuck, Ivan. Ich habe mir solche Sorgen nicht gemacht. Lulu, geht's dir gut? Ja. Es tut mir leid, Dika. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Habe ich vergessen. Oh, wer kennt's nicht? Krieger brauchen keine Frau. Mein Schwert ist meine Braut.
Lassen wir ihn für eine Weile alleine. Aber Maxim, ich weiß, es geht um das, was Idua gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gas und das Werk der vier Höhlenfürsten, oder? Als wir mit alles im Westturm von Gordovan kämpften, nannte er sich einen Höhlenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höhlenfürsten wie Gades? Scheint so, ganz offenbar. Ich weiß es nicht, aber Idura sagte, dass die Leute bei T4 Höhlenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Yep. Egal ob Höhlenfürst oder nur ein Blob, ich kann alle schlagen, ich bin unbesiegbar. Ja, ja, schon gut, lass uns jetzt nach Narcissus zurückgehen. Fluchtzauber, Fluchtzauber. Go. Go, hier, Flucht, Flucht. Tu es. Ach komm, lass laufen. Einfach was cool ist. Ah, doch nicht. Okay. Nice lag. Nice lag. Ja, gib den schlauen Schlag. So. Easy. War Narcissus? Nein. War Narcissus hier? Ja, ich glaub schon. Fuck, als ob. Naja, gut. Müssen wir so hinnehmen. Ich hoffe nur, sie lang krepiert jetzt nicht darunter. Okay, Dekar nimmt einen Schlag. Maxim nimmt einen Schlag. Und nochmal Dekar. Okay, alles klar. Oh, hier, komm, drück den Klauenschlag. Jawohl. Immer haut den Damage raus. Immer haut den Damage raus. Gut. Und Selan, kannst du es beenden? Bitte? Das wäre schön. Nice. Ein Speedy-Saft. Kann ich damit nicht. Ne? Und so? Tasche, Lebensnektar, nee, Zauber, was macht der Zauberkrug denn? Okay, nur auffüllen, Heiltrank, okay. MP, füllt KP vollständig, okay, darauf will ich auch nicht hinaus. Okay, das kennen wir. Warp, das ist alles irrelevant, irrelevant, irrelevant. Und das gehört Bewegung, okay. Ja, man behaupten, dass, ach komm, wir machen sie dann auf jeden Fall nochmal schneller, damit sie auch auf jeden Fall immer die schnellste im Kampf bleibt. Es hätte keinen Sinn, jetzt Gui noch schneller zu machen, weil der ist sowieso so fett langsam, dass du überhaupt nichts reißt. Hier nicht. Bin ich wirklich in der richtigen Stadt? Hä? Ja, kein Ding, aber wohin jetzt? Was jetzt? Ja, das finde ich auch schön, aber ich bin doch da, wo ich hin soll, oder? Das ist doch Narcissus. Ja, was? Was? Ist hier was? Nee, ne? Wer ist Lexis? Okay, ein Kytos, ist dich von hier. Na, dann gehen wir wohl mal nach Kytos, so wie es aussieht. Ach, wollte noch eine Runde schlafen. Wow, geil. Umsonst pennen, weil wir unsere Pflicht getan haben. Nice. Na gut, dann bin ich hier wohl falsch, so wie es aussieht. Gehen wir mal weiter. Nach Osten, hat er gesagt. Nach Osten. Oh. Ist denn dieses kleine Dorf? Ja, los, immer drück durch, Gordo. Mach dein Ding. Ja, nimm DK easy hin. Nimm dann nochmal easy hin. Und RIP. Doch nicht. Jetzt aber. Los, Elan, nutz deine neu gewonnene Schnelligkeit. Sehr schön. Ich bin so stolz auf dich. Kumabi? Was? Ein Licht, okay. Schön. Sonst gibt's hier aber auch nicht, ne? Doch, ein Zauberladen. Sehr schön. Den werde ich doch direkt mal aufsuchen. Enorm gute Zauber. Na dann, schieb rüber, Keule. Haben wir schon. Fokus, nochmal Fokus. Ja, okay, der Zauber ist sowieso für Trash, aber. Ach, MP.
okay, aufwecken ist vielleicht ganz nice, so von der Sache. Naja, wohl so für sie, hier wäre ich gar nicht mal so verkehrt. Gut, Hammer. Hammer. Was ist hier hinten drin? Gibt's hier was? Ja, zum Nordtempel, okay. Ich soll also zum Nordtempel, so wie es aussieht. Weil da sind Lichter und Lichter müssen wir immer nachverfolgen. Okay, auf zum Tempel. Oh oh. Der Tempel ist, komm ich überhaupt rein? Ich habe ungutes vorhin negiert. Okay, dann hab mal ein ungutes Gefühl. Hä? Soll ich hier überhaupt hin? Das ist mir diese Frage. Muss ich das überhaupt tun? Satansbiss, ja gönn dir doch, ja gönn dir doch. Ja, pff, ey. Wurde soll ich Job gelevelt, wenn du eher paust? Naja, gut. Wenn hier Lichter gesehen wurden, dann muss ich ja auch richtig sein. Sehr schön. Eine Löwentatze. Was macht denn eine Löwentatze? Was sind das überhaupt? Löwentatze? Löwentatze? Hier. Gut, nehme ich so hin. Alter, die werde ich sowas von looten. Der ist sowieso langsam as fuck. Tu es. Obwohl, nee, das Kürbis so weh ist. Obwohl, nee. Komm, los. Was bist du? Nee, hä? Was soll ich tun? Verstehe ich nicht. Kann ich Dinger sprengen? Kann ich das? Ja, kann ich. Cool Story, Bro. Easy. So. Du greifst zuerst an. Was sind das denn für Viecher? Alter. Ja, los, drück den Damage. Easy. Ich bin so stolz auf dich, Hund. Ich bin so stolz auf dich. So, aber ich glaube, hier wird dann eigentlich nach dem Kampf auch eine gute Gelegenheit, die Folge zu beenden. Denn ich will nämlich, also die Folge kommt der Samstag raus. Und ich will Sonntag dann die Ahnenhöhle mal gespielt haben. Also eine Folge zur Ahnenhöhle gedreht haben. Und weil das nach dem Tempel wohl nicht mehr geht. Warte, ich muss kurz gucken. Ja. Werde ich jetzt hier pausieren, um dann zur Ahnenhöhle zu gehen. Und das kommt dann Sonntag raus, wie es denn so in der Ahnenhöhle gelaufen ist. Und da kommt auch so ein kleiner Zusammenschnitt, denke ich. Deswegen machen wir die Folge hier ein bisschen kürzer sonst. Und ich würde dann sagen, bis zum Part 28, wo es dann... Alter, ich hör's noch zu lang. Wo es dann normal weitergeht und wo dann auch die Ahnenhöhle kommt gleichzeitig, ne? Ich verspreche nicht, dass ich es schaffe. Ich werde dann gucken, wie weit komme ich denn runter. Ich will es den Leuten jetzt mal gezeigt haben. Und dann bis zum nächsten Part und bis dahin.